Wo ist denn Roman? Wir haben uns doch... du arbeitest hier? Hallo? Oh, guten Tag. Hallo und willkommen bei McDonald's. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, junge Dame? Ja, ich hätte gerne ein Aerosol zum Mitnehmen, bitte. Was ist denn das da hinten? Was? Da ist gar nichts. Kein Schimmel? Wo sind wir stehen geblieben? Was? Ich möchte ein Aerosol in der Tüte zum Mitnehmen. Im Kids-Menü, bitte. Okay, alles klar. Ich bin da. Robert, bist du bereit? Ich habe hier ein paar Pommes aufgestellt und wir können jetzt einen Pommes-Jump'n'Run machen. Yeah, 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 yeah. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einem McDonald's-Spiel. Irgendwie müssen wir hier scheinbar über Pommes springen. Ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt und ich hoffe, dass wir etwas zu essen kriegen hier heute noch. Das wäre schön. So. Ja. Okay. Das sind schon, das ist, glaube ich, Frittenfett, wo wir gerade drüber springen. Das stimmt halt die wirklich. Die Pommes sind wahrscheinlich noch tiefgefroren. Da will ich nicht drin baden, glaube ich. Okay, hier ist ein Checkpoint. Ich glaube, das wäre ein bisschen heiß. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, das sieht aus wie, ja, wie Soßen. Ich wollte gerade sagen, das eine ist Mayo oder Senf, ne? Senf und Ketchup sind das bestimmt. Warum sollte das Mayo sein? Ja, keine Ahnung. Mayo. Ich mag Pommes mit Mayo. Mayo. Magst du eigentlich Senf? Nicht so gerne, aber in Soßen, in Kartoffelsalat zum Beispiel, da kommt ja manchmal auch Senf. Oh ja, gell, Kartoffelsalat mit Senf ist mega. Ich liebe Kartoffelsalat. Okay, Leute, hier geht's scheinbar weiter. Aber leider hat McDonald's keinen Kartoffelsalat. Was ist das? Ja, stimmt. Muss man auf das Eis oder muss man davon... Da ist eine Energy-Drink-Dose oder sowas. Und dann, worüber springen wir hier? Ah, das sind Eiswürfel, über die wir hier gerade springen. Die sind aus dem Energy-Drink rausgekugelt, wahrscheinlich. Yeah. Irgendwie so. Keine Ahnung. Viereckige Eiswürfel sind gekugelt. Ja. Aus einer Dose, natürlich. Ja, sehr so wahrscheinlich. Auch oh mein Gott, da sind gerade zwei Mädels gestorben. Was ist denn da los? Hey, die haben dieselbe Frisur wie du und dasselbe Gesicht wie du. Das sind auch Isis. Lass die mal beobachten. Ja, das sind echt so. Und die haben beide das gleiche Outfit. Vielleicht sind das Zwillinge. Die eine heißt Animisfo oder so und die andere Tunombrex. Keine Ahnung, okay. Vielleicht sind die Geschwister oder sowas und spielen zusammen Roblox. Ja. Oder einfach Freunde übers Internet. Das stimmt, das könnte auch sein. Die sind ein bisschen langsam hier. Die spielen vielleicht über Handy. Hast du schon mal über Handy Roblox gespielt? Boah, nein, das müssen wir eigentlich mal machen, Izzy. Wollen wir mal über Handy Roblox spielen? Dieses Mädchen stand mir gerade im Weg. Du musst da sogar auf diesem gelben Ding drauf. Ja, echt, muss man? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, das macht doch, sie doch, 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 doch. Ja? Ich habe das gerade gemacht und da ist nichts passiert, wirklich. Ja, ja, ich war ja auch gerade da, aber sie hat mich dann in diesen Schlamm da gedrängt. Ja, du bist da links auf das Grüne drauf getreten. Auf das Gelbe darfst du drauf treten. Auf das, nee, ich bin nicht auf das Grüne. Ich bin, wollte da vorbei und dann stand sie da und dann bin ich... Vertrau mir mal, geh mal aufs Gelbe. Ja, ist doch alles gut. Perfekt. Ich habe das so hingekriegt. Du hast sie mich reingeschubst in das andere. Okay, Leute, es geht weiter. Hier sind irgendwelche Burger. Ich muss sagen, irgendwie sehen die richtig eklig aus. Die Burger, die sehen ein bisschen... Ja, die sind immer so angebissen, Digga. Hier ist alles angebissen. Das sieht alles richtig eklig aus. Auch diese Hungerkeule. Also. Ja, keine Ahnung, was das soll. Okay, dann gibt's weiter. Das sind so Pommes. Zwei Pommes aneinander geklebt. Zwillingspommes. So, was haben wir hier? Nehmen wir? Hä, ich verstehe das nicht. Was soll das sein? Pommes, gestapelt. Ah, links ist gestapelte Pommes. Ja, der erste ist links. Der zweite ist, denke ich, rechts. Ja, der zweite ist auch rechts. Okay. Der dritte ist nicht die Mitte. Nicht die Mitte. Oh nein, ich bin... Nein, nicht die Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gestorben. Erst links. Einfach so. Dann... Ah, ich bin auch gestorben. Ja, ich glaube, du musst... Du darfst ja, du musst aufpassen, dass du... Oh, das ist voll schwer. Keine Der dritte ist nicht die Mitte, hast du gesagt, ne? Nee, der dritte ist nicht die Mitte. Es ist links. Und dann wird's Mitte sein. Yeah! Okay, also links, rechts, links, Mitte. Okay, hast du geschafft. Sehr gut. Bällebad! Yeah, stimmt. Bei manchen McDonald's-Filialen gibt es so ein Bällebad. Ich muss sagen, also viele Filialen, finde ich, sind halt auch neu gemacht, so, ne? Also bei uns auf der Ecke auch. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich ganz schön. Die sehen so richtig modern und sowas aus. Ja, und haben Wi-Fi und alles, so, ne? Ja, und du kannst ja immer an diesen Computern das Essen bestellen und sowas. Das ist krass. Ja, das stimmt. Warum rennt der Typ im Kreis rum? Der ist verrückt geworden. Der hat zu viele Burger gegessen. Ja, der hat echt zu viele. Ich liebe Burger. Liebe Burger, ja. Warte mal, oder er hat Cola getrunken. Ich freue mich so. Ach, er freut sich. So. Ja, gut, dass als ob der uns gehört hat, so, weißt du, so. Er freut sich, deswegen läuft er im Kreis. Wir drehen uns auch im Kreis mit ihm gemeinsam. Sehr lustig. Okay. So, Leute, hier geht's irgendwie weiter. Hier scheint, ich weiß nicht, was es sein soll, hier auf dem Boden rumzuliegen. Aber wir springen einfach mal drüber. Was ist Ketchup, das? Der getrocknet so ist. Ketchup, ne? Ketchup. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder sowas. Kann Ketchup vergammeln? Ich glaube, da ist so viel Zucker drin, der konserviert das doch, oder? Ich möchte dazu nichts Näheres erläutern, aber ja, Ketchup kann vergammeln, Roman.
Ah, okay. Hört sich so an, als ob du da schon mal Erfahrung bringen Ich dazu kann ich nichts sagen. Also, es geht weiter, hey, Leute. Hier sind irgendwelche Dinge, über die wir rüberspringen müssen. Jetzt kommt hier ein Balken. Dann geht es hier noch voran. Da ein weiteres Schild. Ach so, das sind Schilder. Das sind Werbeplakate wahrscheinlich. Und da hinten werden wir wahrscheinlich wieder gefressen und müssen durch einen Darm. Ja! Wie immer. Es ist doch... Gibt es irgendeine Obby, in der wir nicht gefressen wurden? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, es ist immer dasselbe. So, aber mach vorsichtig, Izzy, ganz langsam. Du musst gucken, dass du nicht auf diese rostigen Dinger springst. Rostige Nägel. Bist du schon mal auf einen rostigen Nagel getreten? Ja, ich bin mal auf einen rostigen Zaun gesprungen. Das war nicht so geil. Oh mein Gott, ist dir was passiert? Ja, ich musste danach ins Krankenhaus. Aber davor bin ich nochmal schlafen gegangen zu Hause. Ich habe das nicht so ernst genommen. Ja, da hat der Doktor ein paar Ärztewörtchen mit mir geredet. Oh das war nein. Nicht so gut. Ja, ja. Hier muss man nämlich irgendwie, kriegt man nicht irgendwie Krankheiten oder sowas von? Ja, du solltest dir keine rostigen Nägel in den Fuß reinstecken, falls das deine Frage ist. Okay, okay, gut. Da weiß ich für die Zukunft Bescheid. Deswegen sind die Jumps hier auch richtig gefährlich. So. Ja, cool, alles klar. Da werden wir dann auch schon gefressen wahrscheinlich. Ist das nicht Ronald McDonald? Ja, ich denke schon, dass der das ist. Lass ihn mal Hallo sagen, bevor er uns auffrisst und in seinem Darm verrotten lässt. So. Absoluter Klassiker. Was ist das hier? Was? Ich wurde teleportiert? Oh, ich auch. Ich habe gedacht, wir haben Ich dachte auch, ich wäre gestorben. Nee, alles gut. Okay, es geht weiter. Hier liegen irgendwelche Käsescheiben auf dem Boden. Da müssen wir noch rüber. Käsescheiben. Ja, easy cheesy. Käse liegt hier rum. Das ist echt richtig easy. Und zack, das haben wir geschafft. Ey, weißt du, was ich heute gefrühstückt habe? Ich habe heute einfach Käse gefrühstückt. Oh Gott, ich dachte, du hättest Mäuse gefrühstückt. Mäuse? Ja. Bei mir gab es heute Mäuse. Lecker. Ja, ich hoffe nicht. Easy Cheesies habe ich gegessen. Nein. Was sind das hier eigentlich für Sprünge? Was ist das? Das ist eine gute Frage. Das soll Milchshakes sein, glaube ich. Meinst du? Alter, das sind auf einmal einfach so Messer. Ja, warum klar. Warum sind da auf einmal so Messer? Warum? Oh nein. Oh, ich weiß es auch nicht. Ich renne da einfach durch. YOLO. Ich glaube, wenn du im selben Tempo die ganze Zeit durchrennst, dann kannst du hier nur sterben, glaube ich. Oh nein. Nein, ich bin im selben Tempo durchgelaufen. Okay, schaffst du es? Ja, ja, natürlich. Ja. Okay, das Nummer 1. Happy Meal, was auf mich wartet. Nein, das happy, gibt's doch happy, gar nicht. Happy Meal. Ich bin schon wieder tot. Izzy stirbt. Nein, du bist zuerst beim Happy Meal. Ich renne Richtung Happy Meal und ich bin der Erste. Das heißt okay, Nummer 1. Roman. Leute, pass auf und geht nicht zu McDonald's, ist gefährlich da. Oh nein, schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Izzy schafft es nicht, zu McDonald's nein, ich werde hier noch verhungern. Dieses Mal schaffe ich das. Und es geht los. Eins nach dem anderen. Ja, ich mache hier eins nach dem anderen. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Das gehen wir auch noch durch. Und zack. Ich finde das gar nicht so lustig. Vor allem, man stirbt doch eigentlich nicht, wenn man gegen den Griff eines Messers läuft, oder? Ja, so, jetzt mal. Du darfst nicht gegen den Griff laufen. Du musst ja einfach nur. Ich laufe genau hier an der Seite. Warte mal, kann ich hier einfach. Sag nicht, ich kann hier einfach an der Seite vorbei. Doch! Oh nein! Du? Oh mein Gott! Das ist doch nicht wahr. Das mal, kann doch nicht wahr sein. Pass auf, der Letzte kann dich töten. Der Letzte kann dich töten. Ich seh's! Warte, ich schaff das, als ob du einfach getötet wurdest. Oh mein Gott. Ey, diese Messer haben mein Leben ruiniert. So, ich habe einen Checkpoint habe ich genommen. Ich weiß auch nicht, wie wir das jemals geschafft haben. Aber okay, Leute, es geht weiter. Hier kommen jetzt, aber die sehen besser aus. Die sehen richtig, die haben so einen richtigen Scheibenkäse. Und der Scheibenkäse ist so richtig gerade. Ja, ne, aber also viel besser als die vom Anfang, so, ne? Die vom Anfang, die waren so einfach angebissen. Also auch wenn ich kein Fleisch esse und so, aber ich esse ja zum Beispiel Veggie-Burger, also ne, vegane Burger halt so, ne, mit also mit veganem Fleisch drauf sozusagen. Stimmt, weil Veggie-Burger sind nicht automatisch vegan. Burger eigentlich voll lecker. Ja, sind sie nicht, das stimmt halt wirklich. Die sind, glaube ich, weiß nicht, ob die mittlerweile vegetarisch sind, aber die waren bei McDonald's ganz lange nicht mal vegetarisch. Das war ein bisschen verwirrend. Die Veggie-Burger? Ja, ja, die haben da, ich will das gar nicht sagen, aber das war, naja. Okay, Leute, es geht weiter. Magus, Leute. Ja, ja, die, wie weit haben wir es noch? Müssen wir in die Tüte rein? Ich glaube, das hier ist sogar schon das Ende, was ich hier gerade gefunden habe. Guck mal, hier ist so ein Stück Gras, so ein, Und? Ja. Ey, das ist es. Yeah, wir haben es geschafft. Oh, voll cool. Guck mal, hier ist einfach ein Mund. Warum fliegt hier einfach so ein Keine Ahnung. Warte mal, wurden wir überhaupt gegessen? Nein, wir doch, wurden von Ronald McDonald. Ja, aber wir waren noch nicht im Darm, oder? Wow, Alter, kannst du das sehen, diese bunten Bälle hier? Nee, ich sehe ich nicht, aber ich glaube, das war die erste Lobby seit Monaten, die ich gespielt habe, wo ich nicht verdaut wurde.
So, was haben wir jetzt? Easy, hol dir mal diesen Ball hier. Hol dir mal diesen Ball hier. Der hier. Der Ball, Rainbow Ball. Der Rainbow Ball. Warte. Ich wollte mir eigentlich hier hauptfärben. Okay, hab ich. Das unbedingt. Hab ich? Und dann drück mal und guck mal. Hä? Damit kannst du dich so richtig hochfahren. Ey, das sieht ja voll cool aus. Das sieht mega cool aus. Das ist der Grund, warum ich dir das zeigen wollte. Du kannst dir ja, wenn du dich im Kreis drehst, dann machst du so Würmer. Du musst dich mal so im Kreis drehen, so mit WASD. Okay, okay. Da kannst du so Kreislinien zeichnen. Ich hab dich hier runter und... Ey, das sieht echt voll gut aus. Oh, heftig. Kann mich selber kann ich auch nicht hochlaufen? Mal anmalen. Nee, da kann ich nicht hochlaufen. Schade, okay. Da können wir uns... kannst dich nicht anmalen. Geht es bei mir vielleicht? Nö, ich kann mir ganz wenig anziehen mit meinem Skin. Okay, ich kann Rainbow mich anmalen. Pop. Ich kann mich eindeutig anmalen. Ich bin... Warte mal, was? Ich kann mich auch Hälfte-Hälfte anmalen. Ja, indem du durch die eine Hälfte immer durchgehst, ne? Warte, ich kann mir Hüte anziehen. Ich bin gelb-rot. Ne? Ich will gelb-halb-halb sein. Ich will so eine Pommes sein, weißt du, so ein bisschen Ketchup. Guck mal, ich bin jetzt... Guck mal, ich bin ein Häuptling. Uga, uga. Ja, du bist ein Ninja-Häuptling-Fuchs. Sprich mit meiner Schlange. Was kann ich auf dem Kopf tragen als Pommes? Das da. Diese Bälle, ja, das sind ist gut. So cool. Ich bin eine richtig gute Pommes geworden. Und hier man haben kann wir von noch oben irgendwelche... nochmal die ganze Map sehen. Das sieht auch ganz cool aus. Echt? Wo ist die? Muss ich halt hochfahren mit den Bällen. Okay, ich hab's verstanden. So, Hui. Freunde, das war's mit der heutigen McDonald's-Map. Ich muss sagen, das war schon ein kleines Erlebnis hier gerade mit den Messern. Und ja, wir sehen jetzt endlich aus wie eine richtig dicke Pommes. Ja, toll. Und geht nicht so oft zu McDonald's, ist nicht so gesund. Ja, ist lieber was Brokkoli, Gesundes. Brokkoli, Kinder. Ja, Brokkoli. Ja, es Brokkoli. Es gibt leckeren Brokkoli auf der Welt. Okay, Freunde, das war's mit der heutigen Runde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr im nächsten Video. Ich nehme jetzt diese hässliche Maske ab und dann sehen wir uns morgen. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta. Pasta.